Darüber, also wir müssen einen hoch, das können wir, glaube ich. Haben die Leute Mann des Barons. Visage? Halt deine Fresse, Alter. Spasti, dich weg, du Spast. In der Nähe, also Ciris Zimmer ist jetzt, da müssen wir nicht anhören. Ciri war also hier. So, wenn wir erstmal abchecken, was sie in der Truhe hat hier. Da gibt es ja was Geiles. Ach, das ist ein Lager. Okay, nice. Das heißt also, ich kann Sachen lagern. Nehme ich das jetzt raus. Quasi nehme ich das raus, oder? Oder lagere ich das jetzt? Das ist eine gute Frage. Okay, bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich habe das jetzt. Ich habe das jetzt da gelagert. Ja. Das will ich natürlich nicht. Kann ich alles wieder nehmen? Natürlich nicht, muss ich alles einzeln klicken. Ja gut, egal. Stufe 7, ich kann bestimmt noch einen Talentpunkt verteilen wieder. Ach man, nein, du sollst es nicht wieder zurück machen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bred. Inventar. Okay. Ja, das sind die Hinweise und Tipps, die sind ja immer alle ganz schön. Und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Spielzeug von Gretka. Okay, zur Kirche. Mit Gretka labern. Tötest die wohnt doch hier, oder nicht? Alle? Hau einen raus, Gretka. Also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Sehr schön. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Ciri wollte einem Freund helfen? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Danke. Okay, leb wohl. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay, gut, hätten wir es geklärt.
Finde die Mumen vom Buckelsumpf, setze den nächsten Sinn ein, um den Schrein zu finden, Anfang des süßen Pfades markiert, ey, alter Schwede. Quest-Action ohne Ende hier. Jetzt haben wir ja auch noch Hexeraufträge, ne? Boah, viel geschlagene gibt's auch. Falsche Papiere. Ui. Fehlgeschlagene Quests. Das ist ja nicht schön. So, jetzt werden wir mal eben hier Herrin des Waldes machen. Familienangelegenheiten. Das ist Level 6. Ist die Herrin des Waldes. Okay, die machen wir als nächstes. Ja, ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. So viel haben wir noch nicht gespielt und ich hatte ein bisschen Pause dazwischen. Deshalb braucht das noch ein wenig. Aber ist ja kein Problem. No problem. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Oh, ja, ohne Scheiße, die sind ja drauf hier. Was eine Schmach, ja. Weltkarte. Das heißt also, in die grüne Kiste kann ich immer ein bisschen was reinpacken, das ist schon mal gut. Boah, so hat denn die Alte jetzt ihr... Das war jetzt schon zu weit. Ach du meine Güte, da muss ich ja richtig weit her in des Waldes. Herzdorf, ja gut, nützt aber alles nichts, ne? Machen wir jetzt einfach Wegpunkt platzieren. Wir haben ja Zeit, also das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier Stress haben. Wir jetzt erstmal hier runter, gehen raus und dann reiten wir. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Wenn wir denn hier rauskommen. Ja, immer geradeaus und dann links. Kommen wir auf die Brücke. Gibt nur diesen einen Weg hier raus. Nicht schlecht, ey. Finde die Mummeln vom Buckelsumpf. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt? Finde die Mummeln vom Buckelsumpf. Das ist aber doch nicht das, was wir ausgewählt haben. Herrin des Waldes, wieso? Ach so, dann könnte ich switchen, ne? Das wäre das. Okay, gut, habe ich verstanden. Boah, es ist richtig weit. Naja, gut, nutzt ja nichts. Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Na komm, Plötze. Steigen wir auf. Los geht's. Hier gibt's immer überall Quests, ey, das ist... Was hast du gesagt? Ich soll die Waffe ziehen? Langsam. Oh, das ist immer... Ich weiß immer nicht, ob ich dann stehen bleiben soll, nicht stehen bleiben soll. Halt! Was will er denn? Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Oh, ja komm, verprügeln wir ihn eben. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns.
Moment. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ich ergebe mich. Was, das war's? Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Was ist denn für eine Fresse am Korb, ey? Unfassbar. Ich glaub's ja nicht, ey. Weiter so. So. Jetzt müssen wir mal eben gucken hier, wo wir sind. Jetzt Weltkarte. In welche Richtung gucken wir denn? So, und da müssen wir auch herreiten. Den ganzen Weg entlang. Bis da unten hin. Aber das ist richtig weit. Na gut. Können wir die Landschaft ein bisschen genießen. Die Sicht. Die Aussicht. Vielleicht reiten wir da irgendwo vorbei, wo wir noch was machen können. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 harte Jahre überstehen. Yeah. ...933 Schritte. Also obwohl, so weit ist das dann auch nicht mehr. Wir müssen hierher, glaube ich. So weit ist das aber, glaube ich, auch nicht. Müssen wir ja mal darauf achten, dass wenn da so ein olles Wegekreuz kommt, dass wir da... Halt dann vorbei, rein Augi aus dem Weg, sonst reite ich dich um. Dass wir uns hinterher teleportieren können. Gut, das könnte man jetzt hier sowieso. Jetzt sind wir hier dran vorbei. Das müsste jetzt eigentlich freigeschaltet sein, ne? Ja. Lindenthal. Gut, wenn man so weit ist, ist es ja schon gar nicht mehr. Was geht da dann noch? Schön den Greifenkopf noch am Pferd hängen, ist immer richtig gut. Trophäe. Komm schon, reite. 300 Meter noch. Hey, du sollst nicht stehen bleiben. Scheiß Wölfe. Die Wölfe, die ich rief. Also mal ein bisschen beschissen, dass er immer überall festhängt hier, der Idiot. Oha, letzte. Komm schon, reite runter hier. So, was war das jetzt? Quest aktualisiert, Herrinnen des Waldes. Jetzt habe ich die aktualisiert und was hat das Ganze jetzt gegeben hier? Und zwar, folge dem süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersinne. Finde die Mumien vom Buckelsumpf. Okay, es gehört alles dazu, ne? Kann ich jetzt untersuchen? Nein, kann ich nicht. Das ist der Weg des süßen Pfades. Okay. Okay, schon wieder irgendwelche Viecher hier.